Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Das schöne Rabenlager haben wir aufgelöst. Und jetzt geht's auch direkt weiter, denn ich hab's letzte Mal ja schon gesagt. Hier oben ist so eine schöne Konvoi-Strecke. Da könnten wir eigentlich mal schauen, ob wir da was reißen. Ich hoffe mal ja. Wir haben ja ein bisschen taktischeres Vorgehen gelernt mit den wie heißen sie Leute? Mit den Donnerstechern, genau. Und ich hoffe doch sehr, dass sich da auch die etwas härteren Konvois knacken lassen mit der Taktik. So, da unten wartet jemand an der Kreuzung. Oh, es ist nur ein kleiner. Genau, weg mit dem Rad so. Fertig. Oder so. Okay, jetzt müssen wir natürlich erst wieder ein bisschen reparieren. Eieiei. Ah, ich bin sogar auf der falschen Seite den Berg runtergefahren. Da oben steht auch noch mal einer. Was macht denn der da oben? Oh, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ja, die armen Wassersuchenden, die lasse ich ja normalerweise in Ruhe. Die haben es schon schwer genug. Naja, Unfälle kommen vor. So, da hinten ist die Vogelscheuche. Man sieht sie hier schon. Links am Horizont. So, perfekt. So sollte es eigentlich ablaufen. Okay, okay, wir ziehen den Konvoi mal ein bisschen vor. Und erleichtern hier mal den Kollegen um sein Rad. So, den werden wir hier mal ein bisschen... So, so. So, das ist glaube ich gar nicht mal schlecht. Immer die Panzerung runtersprengen, genau. Ja, komm weg hier, du Kollege. Ja, die bremsen einen so extrem aus manchmal. Naja, aber... Aber das ist wirklich gut so. So kann man sich da einen nach dem anderen schnappen. Außer man fährt wieder irgendwo in die Pampa. So nicht, Kollege? Ah, verdammt. Ah, läuft schon. Läuft schon. Wow. Ah, das war jetzt scheiße. Mit denen darf ich mich gar nicht so sehr hier rumärgern. Muss ich mir wenn dann hinterher krallen.
So, holen wir uns mal den Kollegen hier. Gleich den hier. Ja, läuft schon. Bam. Die sind schon wirklich geil hier, diese ja, eingebauten Mixer an den Seiten. So, und jetzt hier dem Kollegen Chef hinterher. Dürfen wir nur nicht verlieren hier. Ja, aber so läuft's. Haben wir den Dreh raus, ja, Gott sei Dank. So, jetzt kann ich hier nicht mal Räuspertaste drücken. Hier wenden Kampf direkt. Oh, und schon wieder hier. Schauen wir mal, dass wir den hier schnell aus dem Gefecht ziehen. Verdammt, das war jetzt Mist hier. Da oben ist auch noch ein Scharfschütze. Ah ja, läuft. Geil. Anstrengend. So, was gibt's denn hier Schönes? Ah, ne. Ne Maske, ein Kinderkopf. Oh mein Gott. Na, mag er nicht? Das sieht schon echt strange aus. Ja, gucken wir mal, inwiefern der gut ist. Höchstgeschwindigkeit bringt der? Okay. Rubby Baby, ein witziger Gummikopf und die Eisenstangen. Ein Symbol der Durchbrechung der Geschwindigkeitsgrenzen. Treibt unsere Maschine immer an seine Grenzen und darüber hinaus. Ah, es steht sogar links unten. Das ist ja sehr nett, dass ich das auch mal hier kapiere. Was der eigentlich bringt. Hier Fahrverhalten, Abwehr habe ich gerade. Angriff. Hier noch Geschwindigkeit. Ah, okay. Wollte doch da droben noch diese Vogelscheuche entfernen. Das machen wir noch schnell und dann gucken wir mal. Ah, ich habe jetzt eigentlich richtig Lust drauf, gleich noch eine Kolonne zu machen. So, schauen wir erstmal, wie wir da hochkommen. Das ist ja doch wieder am Arsch der Welt. Ja, das macht gerade richtig Laune. Ruhe! Okay, stimmt, aber wir müssen davor hier Munitionsvorrat noch etwas auffrischen, glaube ich. Wow, sehr nice, das sieht eigentlich cool aus, das Ding hier. Okay, stimmt, wir müssen nämlich zuerst hier einmal zu Cheat, glaube ich, zurück. Naja, das machen wir mal schnell. Und brauchen noch ein bisschen Munition, aber dann können wir gleich per Schnellreise. Können wir nämlich gleich hier rüber. Und das wird lustig, weil das ist in dem ätzend grünen Gebiet.
Irgendwas war da oben gerade gestanden mit, wenn man den Wassersuchenden Wasser gibt, kriegt man anscheinend Schrott. Dann hätte ich das mal gewusst. So, da vorne wird mir schon eine Kolonne angezeigt, oder? Ach, die kommt da gerade erst. Ah, da müssen wir uns hier hinten ranhängen. So, der kriegt gleich mal eine reingedrückt. Na, nicht so einfach. Ah, ich muss mich wieder nach hinten setzen. Das ist so unklug. Oh, verdammt, 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 verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Okay, die da vorne kriegen wir so nicht mehr. Na klar, aber ich heiz hier voll rein und der kommt gleich und brennt mir hinten drauf, oder? Warum nehme ich die Dinger eigentlich nicht her? Die sind ja absolut geil. Sind ja absoluter Hammer. So, den hat's gleich ganz zerfetzt. Sehr geil. Jawohl, vom Donner, wie vom Donner gerührt, oder? Ja, komm schon. Jawohl. So, dann schießen wir noch hier diese kleine Mistmade hier ab. Hoffentlich gibt es da heute ein schönes. Oh ja. Nice. Mit Feuer im Motorraum. Sehr geil. Kannst mal reparieren hier. Bitte löschen. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh, wie geil ist denn das? Ein komisches Ding hier mit Helm auf. Au. Kleinen Assis. Cool, die fahren weiter. Haha. Wie geil. Okay, was machen wir denn hier noch Schönes? Badam, 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 badam. Naja, wir machen heute noch ein bisschen so von den Vogelscheuchen. Wir hatten gut Action auf jeden Fall. Aber wir haben keine Munition mehr und dann können wir hier noch ein bisschen mit der Harpune arbeiten. Oh ja. Komme ich da rein von hier unten? Ne, da muss ich von oben runter zu der.
zu dem Loot-Spot mit Wasser. Dann tun wir noch ein paar von den Dingen. Genau. Fahren wir gleich mal hier hin. Dann können wir dann nämlich schön hinterher unser Auto aufwerten. Wir dürften jetzt schon wieder ein paar Sachen freigeschalten haben. Stufe 2. Ja, geil. Oh, das ist ein Minenfeld, oder? Nee. Doch, hoffentlich überlebe ich das. Hier ein paar armselige Wichte. Können wir den kaputt schleifen? Irgendwie nicht wirklich. Ah, komm schon hier. Ah, so geht's doch auch. Haha. Der freut sich wie die Hölle. Ne, das macht richtig Spaß. Also die Kolonnen sind inzwischen, finde ich, fast schon am geilsten. Diese Lager, okay, ja. Wobei die finde ich ein bisschen anstrengend, wenn man immer das ganze Zeug suchen muss. Könnte ich mir auch Schöneres vorstellen. So, und Abflug. So, können wir noch irgendwo hin? Wir haben noch ein paar Minuten, haben wir noch. Dann könnten wir hier noch ein bisschen Schabernack treiben. Oh ja, oh ja. Nee, die Kolonnen jetzt hier mit den Donnerstechern machen echt Spaß. So, und was kann ich mit denen machen? Da kann ich. Kann ich da Wasser tauschen? Ja, die hupen. Wow. So nicht, Kollege. Eieiei. Oh, ich glaube, wir sind gleich platt wie Flunder. So, und was ist mit den Kollegen noch? Kann man da auch noch ein Rad abziehen? Ja, perfekt. It needs repairs now. Na, was ist da los hier? Der wartet hier. Ja, das braucht nicht reparieren. Der Motor braucht eigentlich rausreißen und ein neuer rein. Ach, während der da repariert, kann ich doch noch hier die paar Sachen aufheben. Kurbelwellengehäuse. Oh, ist ja widerlich. Da werden die Leute aufgeknüpft. Ja, ohne Munition ist es dann ein bisschen blöd. So, können wir einmal umdrehen, da machen wir noch eine Vogelscheuche. Und da haben wir schon ziemlich viel geschafft, die Folge. Weil mir gefällt fast das draußen rumfahren besser als in den Lagern hier rumzulaufen. Ach, da oben. Ah, da komme ich sogar von oben hin. Sehr schön. Water,
So, sehr geil. Läuft und läuft und läuft und läuft. Aber wir haben hier ein paar Sachen freigespielt und 1322 Schrott, die wollen noch verhökert werden. Ah, okay, noch nicht freigespielt. Interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Ja, Beschleunigung, Fahrverhalten geht wieder nach unten, aber ordentlich Angriff. Vernichtungsgitter, ein Gitter für den Krieger, ein rammender und schubsender Zerstörer großen Ausmaßes. Leider fügt er auch einiges an Gewicht hinzu. Ja. Was verringert den Schaden durch Frontal? Ah, den Schaden, was wir selbst erhalten. 900 kostet der. Oh, das ist schon echt übel. Motor. Ultimativer V6. Perfektion. Nicht mehr und nicht weniger. Ein vollständiger V6. Oh, Freude. Kostet aber auch 900. Und bringt mir ein bisschen was an Beschleunigung. Und auch Fahrverhalten geht runter. Reifen. Reifen wären natürlich Sandrutscher. Diese Rollerchen greifen gut im Sand, sind aber nicht wirklich für richtige Straßen bestimmt. Okay. Was ist mit den Super Slicks? Ah, okay. Das sind die Sandpaddler, was ich das letzte Mal gemeint habe. Vorletzte Folge oder so, als wir im Sand da oben waren. Und anscheinend sollte man sich immer hier die richtigen Reifen raufziehen, in welchem Gebiet man gerade ist. Da bin ich natürlich irgendwie nicht so der Beste dafür, der wo sich immer wieder neu einstellt. Ich bin normalerweise einer, der wo nur das Beste reinbaut und dann passt es halt so. Naja. Was machen wir jetzt? Ich hätte einfach mal gesagt, das Rammgitter. Ich möchte jetzt das Rammgitter. Alter, das ist geil. Ist schon ziemlich massiv. Krass. Hier hätten wir noch hier Seitenbrenner. Wie viel kostet der? 300? Können wir sogar auch noch kaufen. Versänger, mit unseren rechtschaffenen Flammen werden wir wie zwei Drachen erstrahlen. Verdoppelt die Dicke der Flammen des Seitenbrenners. Klar, bau rein. Macht es. Und man sieht hier, Durchmesser von dem Auslassrohr ist gerade, ja, deutlich größer geworden. Es passt, denn ich habe jetzt gerade quasi doch einige Aufnahmen gemacht am Stück. Und bis zum nächsten Mal. Wow. Bis zum nächsten Mal sollten wir wieder ordentlich Schrott schon dazu bekommen haben. Und dann können wir das Ganze wieder dementsprechend noch uns bessere Sachen kaufen und bleib doch mal da, ich möchte dich noch mal kurz rösten. Was ist los, Kollege? Du hast Flamme? Ich habe auch Flamme. So, ihr kleinen miesen Penner. Komm her, du Rotzlöffel. Komm her, dich machen wir jetzt noch platt hier. Boah, aber er ist schon echt lahm geworden, die Kiste. Geil. Okay, alles klar. Also, perfekt zum Beenden. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wollte gerade hier Schraubenschlüssel, weil ich habe gerade den Schraubenschlüssel hier in der Hosentasche gesehen, wollte ich. Naja, ist ja egal. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.